Ja, meine Damen und Herren, und ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute an das Mamfaxo-Event erinnern, wo ihr einen speziellen Set-Kristall bekommen könnt und was für einige auch interessant sein dürfte, auf das kommende Mew-Event aufmerksam machen. Nochmal kurz zur Erinnerung, wie ihr das spezielle Mamfaxo bekommen könnt und natürlich den jeweiligen Z-Stein zu Relaxo. Startet euer Spiel und wählt den Punkt Geheimgeschehen aus. Wählt danach den Punkt Geschenkempfang aus. Danach geht ihr auf Per Internet empfangen und bestätigt die Frage mit Ja. Wartet ab, bis die Daten heruntergeladen sind und danach geht ihr auf den ersten Eintrag mit Mamfaxo. Bestätigt die Auswahl und startet anschließend euer Spiel. Begibt euch ins nächste Pokémon Center, um bei dem Typ links das jeweilige Item und das Mamfaxo abzuholen. Prinzipiell lässt sich diese Verfahrensweise auch bei anderen kommenden Events anwenden. Das Mamfaxo Event endet in 3 Tagen, also schon am 11. Januar. Es ist also sinnvoll, das Mamfaxo, falls ihr es noch nicht abgeholt habt oder noch nicht gewusst habt, sofort abzuholen, denn das Item ist im Spielverlauf nicht zu erhalten. Wo wir da auch schon beim springenden Punkt mit Mew wären. Das Pokébank Update steht kurz bevor und damit auch wahrscheinlich die Möglichkeit, sich das seltene Item mit Mew zusammen herunterzuladen. Ob dies an die Bedingungen geknüpft sein wird, dass man Pokébank besitzen muss oder man es mit der Methode von Relaxo herunterladen kann, ist weiterhin fraglich und kann ich nicht beantworten. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber Mew spätestens im Februar erhältlich sein wird, ist relativ hoch, denn zu den Feierlichkeiten des 20-jährigen Pokémon-Jubiläums gab es dort nämlich auch Mew herunterzuladen. Und es ist nicht von ungefähr, dass beim 21. Pokémon-Jubiläum dann entsprechend Mew auch in der Lage sein wird, seine spezielle Z-Attacke einzusetzen, die übrigens ziemlich mächtig ist und auch ziemlich overpowered. Also, haltet euch schon mal entsprechend bereit, das Mew herunterzuladen und damit auch die Vorteile eines Mews im vollen Genuss zu genießen. Was meint ihr, hört sich die Schlussfolgerung schlüssig an? Oder ist es viel zu viel Spekulation an dieser Stelle? Naja, ihr könnt es mir jedenfalls in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Pokébank Mew-Geschichte denkt. Liken, Hypen nicht vergessen, abonnieren ist besser als halb studieren, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums. In dem Sinne sage ich bis denne, Servus und Ciao!